Die Durchschnittsgeschwindigkeit V-Index m eines Körpers ist gleich zur zurückgelegten Distanz d geteilt durch die dazu benötigte Zeit t. Wir schreiben die Durchschnittsgeschwindigkeit V-Index m wie mittlere Geschwindigkeit. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist also gleich zur zurückgelegten Distanz geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Und dieser Formel zufolge drücken wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit aus in Meter pro Sekunde. Zum Beispiel, ein Wagen benötigt für eine Strecke von 270 Kilometer 3 Stunden. Drücke seine Durchschnittsgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde aus. Wir nehmen als Bezugskörper die Erde und die Angaben sind d gleich 270 Kilometer und t gleich 3 Stunden. Es gibt jetzt zwei Arten vorzugehen. Entweder wir verwandeln sofort diese Kilometer in Meter und diese Stunden in Sekunden und rechnen so diese Durchschnittsgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde, oder wir lassen diese Einheiten, berechnen die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde und verwandeln die zum Schluss in Meter pro Sekunde. Ich habe hier die zweite Möglichkeit gewählt, also lasse ich diese Kilometer und diese Stunden und werde damit arbeiten, um dann die Durchschnittsgeschwindigkeit zuerst in Kilometer pro Stunde zu finden und anschließend in Meter pro Sekunde zu verwandeln. Um diese Durchschnittsgeschwindigkeit zu finden, nutzen wir natürlich diese Formel, das ist die Definition einer Durchschnittsgeschwindigkeit. In unserem Beispiel haben wir also Vm gleich 270 geteilt durch 3, das heißt 90. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von dem Wagen beträgt also 90 Kilometer pro Stunde. Das heißt 90 Kilometer pro eine Stunde. 90 Kilometer, das sind 90.000 Meter und eine Stunde enthält 3.600 Sekunden. Also haben wir hier 90.000 geteilt durch 3.600 Meter pro Sekunde. Und dieser Bruch kürzt sich zur 25. Die Durchschnittsgeschwindigkeit Vm von dem Wagen beträgt also 25 Meter pro Sekunde.